Naja, gut. Schneller schwimmen kann er ja nicht, ne? Nee. 300 Taler für den großen Rucksack. 300 Geld. Wir sollten jetzt auf jeden Fall als erstes erstmal zu unserem Garten und unseren Garten bewirtschaften. Das wäre jetzt erstmal so das A und O. Hä, wieso sind da drei Betten? Ach so. Das sind die Betten, glaube ich, von den Dorfbewohnern. Kann das sein? Hier? Nee, aber da ist ein Bett. Hä? Weil hier ist ja das Dorf. Da? Da muss ich jetzt mal gucken gehen. Ich will aber erstmal... Achso, das ist die Insel, ne? Wir sind doch gar nicht zu Hause. So, warte. Jetzt sind wir. Was ist das für ein Bett da oben? Ich hoffe, die Pflanzen gehen nicht zu schnell ein. Was ist das für ein Bett? Hat sich hier einer eingenistet? Was ist das für ein Bett hier? Ach nee, ist, okay, es ist da. Okay, alles klar. Aber dass die Betten auch angezeigt werden, ein bisschen komisch. Ich meine, wir könnten bei denen schlafen und übernachten. Bei der Floristin. Hm? Vielleicht bandelt sich da was an, man weiß es ja nicht. So, ich fülle mal auf. Die werden irgendwie nicht fertig gefühlt. Warum auch immer. Vielleicht reiße ich die auch demnächst einfach mal ab. Ich weiß es noch nicht. So, schön, dass wir den Brunnen haben. Oh ja, wir sollten auf jeden Fall gießen. So viel steht schon mal fest. So. So, wir brauchen noch mehr Wasser. Gut, dass wir hier direkt am... Hat natürlich Vorteile, auch am Strand zu wohnen, ne? Muss man einfach sagen. Das muss man einfach so sagen. Hat Vorteile, am Strand zu wohnen. Ja. Ah, wie schön. Und wir können sogar schon ernten. Oh mein Gott. Oh Gott. Blub, blub, blub. Na dann. Harvest time. Harvest time. Oh mein Gott. Und wir können sogar auch wieder einen Baum pflanzen. Ich würde den Baum vielleicht hier vorne hin machen, demnächst. Oh Gott. Das gibt auf jeden Fall jede Menge Geld, was sehr schön ist. Weil wir müssen ja verkaufen. Wir wollen ja unbedingt den Rucksack haben, damit wir unsere Werkbank leveln können. Weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir schneller an Geld kommen könnten. Ja gut, wir können natürlich die Höhle, wir können andere Dings bereisen, andere Welten. Aber wir haben ja Zeit, uns hetzt ja nichts, ne? Oh nein, der war noch nicht fertig. Nein. Ich sollte schon aufpassen, was ich hier abernte. Hier muss ich auch aufpassen, weil ich glaube, die Dings sind noch nicht fertig. Die Beeren, oder? Doch. Ah, hier sind die schon fertig. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. So, plant all. Plant all. Plant all. Plant all. Plant all. Plup, 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 plup. Plant all. Plant all. Alter, wie viel haben wir denn? Vier noch, okay. Mariengold. Die Beeren. Machen wir auch mal. Pumpkin Seeds haben wir noch. Die würde ich hier oben hinpacken wieder. Sehr schön. So, der Birnbaum ist noch nicht fertig, aber wir haben alles gegossen. Sehr schön. Aber die da oben werden irgendwie nicht fertig, ne? Ich würde die jetzt einfach mal abreißen. Komm, egal. Ich harvest die mal jetzt. Wir kriegen ja die Seeds wieder. Dann können wir das mal abreißen. Clay und so können wir auffüllen. Es wird gerade Nacht. Deswegen nehme ich mal die Fackel in die Hand. Stein auffüllen. Kohle haben wir nicht. Holz. Können wir auch auffüllen.
Sehr schön. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, zusehen, dass wir morgen in die Stadt gehen, am nächsten Tag. Und, Achso. Dass wir morgen in die Stadt gehen und die Sachen verkaufen. Wie viel haben wir denn? 100 Lavendel und 27 Mariengold, 11 Bieren, 3 Bananen. Oh mein Gott. Ich frage mich, ob wir unser Hauptinventar hier, das hier, 500 Maximum, ob wir das, also man braucht ja anscheinend irgendwie gar keine, also gar keine Kisten. Man hat das irgendwie in so einem Hauptinventar. So, wir gehen erstmal schlafen. Und der nächste Morgen bricht an. So. Es regnet sehr schön. Das heißt für uns... Also, warte mal. Haben wir Holz? 3. Ich will mal eben was gucken. Weil ich das gesehen habe als Inspiration. Nee, das war das nicht. Das haben wir gar nicht. Oder war das das gewesen? Doch. Hä, wie geil. Ja, so hätte ich das gerne. Oh, voll schön, Mann. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt da... Oh, wir können ja weiterbauen, ne? Oh, warte mal. Da fällt mir ja gerade was ein. Hallo? Ich würde gerne ins Haus rein, aber erstmal Holz mitnehmen. Von innen. Und zwar würde ich gerne unsere Hütte jetzt fertig bauen. So, wo fehlt denn jetzt noch was? Etage 2. Unten ist zu alles, ne? Ja. So, hier fehlt, glaube ich, noch was. Ja, da oben Fenster. Mache ich normale hin, ne? Ja, endlich. Und das Dach. Sehr schön. Wir haben es fertig. Oh mein Gott, wie geil. Oh, wie schön. Es ruckelt ein bisschen. Es ist voll schön geworden. Muss man einfach so sagen, es ist voll schön. Es ist richtig toll. Und dann haben wir noch mit ganz oben noch das Dach oben drauf und dann, ach, schön. Ein mummeliges, wohliges Zuhause. Was passiert denn, wenn ich die hier... Sieht das aus? Wenn ich das so mache? Ja. Ja. Das sieht besser aus. Hier so Dach drumrum. Aber sieht nicht aus, ne? Nee. Wir könnten hier theoretischerweise auch, aber man kann hier wahrscheinlich nicht bauen wegen dem Stein. Ja, ich habe nicht eine gute Location gewählt. Ich weiß. Ist nicht die beste Location zum Bauen gewesen. Aber egal. So, wir haben gesagt, am nächsten Morgen geht's in die Stadt. Und das werden wir auch machen. Kann ich die Sachen einsammeln? Nein. Fasern sind voll. Volle Fasern, volle Fasern. Sehr schön. Unsere Plantage wächst und wächst und wächst. Und mir fällt gerade auf... Ah, nee. Ich dachte, ich hätte einen Gartenteil falsch rumgebaut. So. Sehr schön. La, la, la. La, la, la. So, hallo meine Floristin. Ich weiß, ist scheiß Wetter, aber für uns ist es gutes Wetter, denn wir brauchen nicht gießen. So. 100 für 100. Mehr haben wir, weniger haben wir ja nicht. 159. Freunde, ihr wisst, was das heißt. Wir kommen unserem Ziel näher, ne? Fasern kann ich bei ihr nicht verkaufen, ne? Aber ich würde tatsächlich nochmal... Vielleicht nochmal 15? Ich nehme nochmal 15 mit. Wir haben 100 Taler auf Tash.
Die würde ich jetzt nochmal einpflanzen. Also wenn wir 100 Blumen haben, kriegen wir 100 Taler. Also 100 Geld. Oh, Clay. Hallo, Clay. Ich will unbedingt leveln. Also ich möchte unbedingt... Da fällt mir gerade was ein, apropos leveln. Oh, wir haben 4 Punkte. Was mache ich denn mal? Was war das hier? Ressourcen-Gathering plus 10%. Also Damage. Ah, extra Hotbar-Slot. Das ist ja geil. Was ist das hier? Reduced Shield Ride bei 50%. Auch geil. Hier ist Critical Damage. Attack Speed plus 10%. Base Damage. Ja, ich würde, glaube ich, eher hier das Leben... Ich würde, glaube ich, eher hier auf das Ressourcen gehen. Jetzt haben wir noch 2 Punkte. Die müssen wir uns sparen. Aber ich pflanze jetzt erstmal hier. Ich mache mal hier unten weiter. Grüner Daumen habe ich gerade die Errungenschaft bekommen. Ist ja witzig. Oh ja, den Baum. Wir wollten den Baum ja pflanzen, ne? Den anderen. Boah, die sind bestimmt auch gleich fertig. Wir haben noch einen Baum. Und wir haben noch Beeren. Sehr schön. Es wächst und gedeiht und es wird immer mehr. Sehr, sehr geil. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier einfach gieße? Wachsen die dann schneller? Nein, ne? Hätte ja sein können. Aber es regnet ja. Supi. Gut. Wir müssen beim nächsten Mal wieder verkaufen. Banane. Auch wir haben... Also zu essen und so haben wir genug. Da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Also wir werden nicht verhungern. Verhungern werden wir auf keinen Fall. So, was machen wir denn jetzt? Können wir noch irgendwas bauen, was wir noch nicht haben? Ich meine, wir können auf Stein upgraden. Brauchen wir, also es ist ja kein Tower-Defense-Game oder so, ne? Also wir bauen jetzt nicht Ornamente. Was braucht denn Pagode eigentlich? Das sieht echt schick aus. Ah, verbessertes Holz. Ah. Das ist bestimmt das Holz, was wir nicht abbauen können. Boah, das sieht voll hübsch. Da fällt mir gerade ein, ich wollte ja mal geguckt haben... Das wollte ich euch ja mal erzählt haben. Wir können angeln. Aber warte, ich wollte euch das ja mal erzählt haben. Ich wollte mal eben kurz gucken. So ein bisschen als Aussicht. So, sehr schön. Und zwar wollte ich mal eben... warte. Und zwar gab es ja... Nein. Wo war's? Currents and Controller Update war das letzte gewesen. Die Roadmap, genau. Und zwar wollte ich mal eben kurz gucken, was in der Roadmap, also in den nächsten 6 Monaten, stand da, glaube ich, irgendwas, wenn ich es richtig sehe. Die nächsten 6 Monate, da gibt's also im März, das war, glaube ich, schon gewesen, ja, Combat Improvements, Controller Support, Ocean Update, New Kinds including Squid and Ink, Ocean Current System, Boat Speed, dann Update 2, April und Mai, das ist jetzt, Compendium and Bestiary, ja, neue Armor und Clothing, also neue Klamotten, Ocean Update 2, expands the size of the world and adding new unique ocean cells. Oha. Such a coral reefs, rock pools. Oha. Underwater caves. Ach krass. Neue Städte und neue NPC-Building-Content kommt. Dann mit dem Update 3 im Juni, Kreativmodus, Hardcore-Survival-Modus. A new, harder, more survival-focus-Modus. Mit höher... Risk and Standard Lands Island Mode Building Update. Looking, adding more furnitures, improving a building snap, lalala.
Und Juli bis August kommt dann Fear the Second Last Act of the Game. More info will come release later. Wave-basiert Dungeons. New Enemy and Bosses. More Bio. Biome and many more Islands. The plan over the next 12 months to finish the content of Land Islands, which means finishing Acts 4 of 5 of the game. Okay. The full release out of Early Access planned to be 12 bis 18 Monate. Also 12 bis 18 Monate noch im Early Access. Which will see 5 Acts releasing along with hopefully Co-op Multiplayer being added. Along and with a... Okay. Also, es soll auch ein Multiplayer geben. Fisch-Update kam ja auch. Das mit dem Angeln und mit dem Fischen und so. Das haben sie auch mit intrigiert. Sehr schön. Gut, haben wir das auch mal ein bisschen erfahren. Wollte ich euch mal so ein bisschen auf den Stand bringen, was alles noch kommt. Also Multiplayer kommt, es kommen neue Gegnertypen, Bosswellen und so ein Kram, alles in den Wäldern. Das wird auf jeden Fall sehr cool, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt. Auch neue Sachen zum Anziehen. Das wird sehr, sehr geil. Ich will ein bisschen Holz noch farmen. Da es gerade auch so ein bisschen am Regnen ist und so. Und wir Holz ja wieder brauchen. Oder ich würde gern Holz brauchen, weil wir bestimmt noch ein Boot bauen können. Und wir sind ja unserem Ziel, kommen wir ja immer näher. Ich sehe gerade hier, hier können wir mal angeln gehen, ne? Weiß gerade siehe. Das könnten wir mal machen. Vielleicht können wir da was verkaufen. Ist ja gerade der ideale Zeitpunkt zum Angeln, das Wetter. Die Angel tausche ich mal gegen die Gießkanne. Na? Ich weiß, wir haben Holz voll, aber ich würde einmal angeln gehen. So, und zack. Na, gucken wir mal. Vielleicht angeln wir was Vernünftiges hier raus. So. Wie gesagt, uns hätt's ja nichts. Errungenschaft. Get schulet. Ich weiß gar nicht, was für einen Fisch wir bekommen haben. Keine Ahnung. Na? Na? Ich hatte die Errungenschaft Get schulet oder so. Okay. Ich weiß gar nicht, wie lange man angeln kann, bis das verschwindet. Ob man 3, 4 Fische kriegt und so und dann ist weg. Ach ja, ist das gemütlich. Wir haben uns richtig gut eingelebt hier. Nein! Mist. Jetzt aber. Jetzt kriege ich dich. Nein! Oh Mann! Ich darf da nicht drauf drücken. Ich vergesse das immer. Ich glaube, man darf da, wenn das so ist, glaube ich, nicht drücken. Aber man sieht das, glaube ich, auch vorher nicht. Nein! Zu spät, glaube ich. Nein! Oh Mann! Jetzt schaffen wir es aber. Komm, let's go. Ich bin voller Vorfreude. Ja, sehr schön. Und noch einmal, komm. Also wenn rot ist, nicht drücken. Nein! Das habe ich aber jetzt nicht gesehen vorher. Verdammt. Mann, hier muss doch mal was Vernünftiges geben. Na, komm. Du weißt doch ganz genau, was ich will. Ich will einen dicken Fisch.
an der Angel. Nein! Oh Mann, das ist gemein. Okay, man hat den Ring jetzt aber auch nicht gesehen, dass er rot wurde. Das ist ein bisschen komisch. Naja. Egal. Ich würde sagen, wir verkaufen das mal. Oh ja. Oh, es wird. Oh, es wird. Ich denke, morgen können wir alles abernten. Das dauert ja nur knapp einen Tag, so, oder? Oder waren das jetzt nur die Beeren, die jetzt quasi voll sind? Hallo, ich würde gern verkaufen. Katsching! Katsching! Einen seltenen Fisch oder... Oh ja, hier so einen.